Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Entgegen der Wettervorhersage begrüßt uns erstmal die Sonne und froh gelaunt starten wir von Cahors Richtung Montcuq. Wir müssen gleich nach der Brücke steil bergauf, haben nochmal einen letzten Blick auf Cahors und dann überrascht uns doch ein fetter Regenschauer, aber wir werden mit tollen, tollen Regenbogen belohnt. Der Himmel sieht echt geil aus und wir haben sogar einen doppelten Regenbogen. Wenn das kein Glück bringt für heute, dann weiß ich auch nicht. Ja, und dann geht's wieder unsere üblichen Wege, staubig und durch Felder, teils noch mit Korn und über unsere geliebten steinigen Wege, durch Wälder, mit teilweise schönen Ausblicken auf die Landschaft, Hügel auf, Hügel ab, vorbei an einigen Kirchen. Und auch Hütehäusern für die Hirten, also sehr alte natürlich, aber ich weiß nicht, ob sie noch genutzt werden. Und hier an den abgeernteten Feldern merken wir, wie die Zeit vergeht. Wir sind ja schon im Juli. Und ja, es kommt uns nicht so lang vor, aber wir sind schon eine ganze Weile unterwegs. Dann machen wir eine wohlverdiente Rast. Wir haben unterwegs Zuwachs bekommen. Und von hier aus schleppen wir uns noch die letzten Kilometer zum Teil wieder recht steil bergan. Nach Montcuq, wo wir heute übernachten und morgen geht es dann weiter. Mal sehen, wie weit wir morgen kommen. Einen schönen Abend euch allen. Tschüss!